zum 10. Mal fand vor kurzem der Fisherman's Friend Strongman Run auf dem legendären Nürburgring statt. Mit dabei 10.772 zum Teil bunt bekleidete, endorphingeladene und motivierte Läufer. Ab 12 Uhr wurde dem Startfeld musikalisch eingeheizt, bevor sich die Läufer um 13 Uhr in das Abenteuer der grünen Hölle stürzten. Bei der Gesamtdistanz mussten die Strongman-Runner stolze 24 Kilometer und 40 Hindernisse hinter sich lassen. Einige der Hindernisse waren sehr ausgeklügelt. Unter anderem gab es das Hindernis Terrence Hill, eine riesige Kletterkonstruktion aus Holz, Überseecontainern und einer 6 Meter hohen Rutsche. Auch Rayman beeindruckte mit einem Wasserbecken und imposanten Wasserfall sowohl Läufer als auch die Zuschauer. Klassiker wie der reife Hai, ein mit 20.000 Autoreifen gefülltes Becken, sorgte neben vielen Stolperfallen vor allem für einen riesen Spaß. Das Motto Hero Moments war allgegenwärtig spürbar. Momente überschwänglicher Motivation, als der Startschuss fiel, und Momente von unsagbarem Stolz beim Zieleinlauf. So auch bei unserem Freien Blick aktuell Mitarbeiter Michael Merz, der im Rahmen eines Benefizlaufs zugunsten des schwerbehinderten Daniel Teague aus Irland an den Start ging. Völlig durchnässt, aber mit einem stolzen Lächeln und der Finisher-Medaille um den Hals, ging sein erster WhatsApp-Gruß nach Irland.